ist sehr glücklich als Vorsitzender der Alzheimer-Stiftung, dass Sie so prominente Zusammensetzung bekommen Sie, meine Damen, meine Herren und Exzellenzen und Eminenzen. Das ist unsere Bildungsstätte hier in Südbayern, die Bildungsstätte der Alzheimer-Stiftung, die hier die Veranstaltung, unsere Veranstaltung mit dem Zentralrat und den orientalischen Christen eingeladen hat. Ich danke Ihnen für das Verständnis und für diese Bevorzugung der Politik, was bei der Planung des Ablaufs dieser wichtigen Tagung eben so nicht vorhersehbar war. Und die Voraussetzung für Frieden und Wohlstand ist die Beachtung der Religionsfreiheit. Das gilt überall, in allen Ländern, aber insbesondere auch für Syrien. Der Deutsche Bundestag hat sich in einer Reihe von sehr tiefgehenden Debatten mit dem Thema beschäftigt. Ein Konflikt betrifft in erster Linie immer die Schwachen einer Region, diejenigen, die sich nicht wehren können. Davor macht er aber nicht Halt. Der Konflikt betrifft auch andere Minderheiten, so zum Beispiel die Kurden. Jesiden, Drusen, alle die, die sich nicht wehren können. Und die am meisten leiden, sind die Kinder. Das sind diejenigen, die verloren sind, das sind diejenigen, die keine Zukunft mehr haben. Und hier sind es auch wieder die Eltern, die die Flucht ergreifen, nach einer Möglichkeit suchen, ihnen eine sichere Zukunft zu schenken. Menschlichkeit definiert sich nicht durch Glauben, Religion, die Abschaffung einer Kultur. Menschlichkeit definiert sich durch das, was man im Herzen trägt. Und sehr geehrte Damen und Herren, heute haben Sie eine Plattform, die Ihnen die Möglichkeit gibt, diese Barrieren abzubauen. Nicht nur um der Zukunft willen eines einzigen Landes, sondern wenn Sie in die Augen dieser jungen Menschen blicken, die alles verloren haben, denen es ziemlich egal ist inzwischen, wem sie angehören, wer zu diesem Konflikt beiträgt, Ihnen geht es nur noch um eine Sache. Eine sichere Zukunft. Und ich bin der Meinung, dass wir als diesen jungen Menschen schuldig sind. Wir alle, wie wir hier sitzen. Es hängt von Ihnen ab, einen Dialog zu definieren, der Frieden schafft. Sind die deine Frieden, O Herr, der vollkommen und ewig ist, damit unsere Seelen Frieden ausstrahlen mögen. Shalom, Shalom. The latest example of this miscalculation
Foundation is now Middle East project, new Middle East project, which was initially planned by Bush administration, and they tried it in Iraq unsuccessfully, and now they are trying to do it to do the same in Syria and Syrian crisis, which unfortunately has been escalated to a degree that, by any definition, we are all now facing with a human catastrophe. Also ich würde Ihnen sagen, es war eine Studie von den Patriarchen, katholischen Patriarchen, ganz im Nahen Osten, über Emigration der Christen. Das Resultat war, in erster Stelle Grund für Emigrieren, Wirtschaft. Zweite Stelle Sicherheit. Die ganz, ganz letzte Stelle war, die Antworten, die Probleme der Religion. Also wir brauchen Friede und und dann sind wir okay. Wenn kein Friede ist, der ganze Nahosten wird leer. Nicht wegen Moslem und nicht wegen Freiheit, sondern wegen Sicherheit. Ich bin verantwortlich für diese Worte. Und ich glaube, Sie haben gesagt, ist unser Feind und nicht Islam. Und nicht an der Sache. Islam ist nicht und nicht Freiheit, sondern Sicherheit. Erste Stelle, Primum, wie wir den Philosophare. Wenn wir nicht leben können wegen Sicherheit, sind wir alle Kunde zum Emigrieren. Das würde ich sagen. Wir brauchen die Orientierung der orientalischen Christen. Wir brauchen sie auch in der gegenseitigen Bereicherung und Herausforderung. Für die Hans-Seidel-Stiftung, die zusammen mit dem Zentralrat der orientalischen Christen hier diese Veranstaltung durchgeführt hat, sage ich Ihnen allen, aus den vier Panels oder Deutsch aus den vier Gesprächskreisen, ein herzliches Wort des Dankes. Ja, in Bayern sagen wir sogar noch Vergelt's Gott. Ich will steigend beginnen und sagen, das hatte Dr. Hildmann mit dem Herrn Jakob Kuck gemacht. Wir danken euch sehr herzlich dafür.